Guten Morgen allerseits, willkommen bei einem neuen Video von uns und heute dreht sich alles ums Thema Platz sparen. Und zwar haben wir einen coolen Tisch uns organisiert. Ihr kennt ja den Tisch, den wir vorhin hatten, diesen kleinen zum Zusammenfalten. Der war lässig, der war auch gut, aber jetzt haben wir was Besseres gefunden und das zeige ich euch gleich. Das ist ja nun der neue Tisch, der hat noch die Folie drauf. Und den kann man nicht zusammenklappen oder sonstiges. Das ist eigentlich ein Alutisch. Und das Coole an dem ist, da gibt es Halterungen für. Und ich will den hier dazwischen bauen. Hier hat es ja noch Platz. Und das sollte genau auf den Millimeter reichen. Der wäre eigentlich gedacht für unter das Rack. Aber unter dem Rack habe ich keinen Platz. Wegen den Füßen. Und ja, der ist auch eigentlich für ein anderes Rack gedacht. Deshalb muss ich das ein bisschen umbasteln, damit der hier drunter passt. Aber es soll schon irgendwie gehen. Das Hauptproblem, das ich jetzt habe, ist halt, dass das Zelt fix montiert ist. Ich habe immer die Hoffnung gehabt, das muss man nie mehr runternehmen. Auf jeden Fall, um das zu montieren und um zu bohren und alles, muss das Zelt runter oder weg. Und mein Plan ist jetzt, dass ich das Zelt löse von unten und das einfach nach hinten schiebe und dann irgendwie auf sowas abstelle und somit kann ich es vermeiden, das ganze Ding runterzunehmen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt auf jeden Fall abonnieren. Das sind die Schrauben, die ich jetzt lösen muss. Davon gibt es auf jeder Seite eine. Der Plan ist, ich löse die einfach ein bisschen, weil dann kann ich das Zelt hier rumschieben. Also zumindest der Plan. Die muss ich dann rausnehmen und dann sollte ich das einfach nach hinten ziehen können und mit der Latte da kontern. Ja, die wird jetzt richtig scheiße, die hintere. So, die eine Seite ist durch, jetzt noch die zweite. So, ich habe die andere Seite schon kurz gelöst, das war easy. Und jetzt ist das Problem, die hintere Schraube da. Von hier komme ich nicht ran, meine Hände sind zu fett. Vielleicht komme ich von unter der Markise heran. Mit Mühe und Not bin ich rangekommen, aber Hände sind jetzt schon zerstört. Jetzt muss ich noch kurz diese Dinge hier wegmachen und dann kann ich probieren, das Zelt nach hinten zu ziehen. Oh Mann, ich hoffe, das geht alles gut. Zwei Dinge hier sind gelöst und jetzt, wenn das stimmt, so wie ich mir das denke, kann ich das Ding jetzt einfach nach hinten ziehen und ich hoffe, dann ist noch genug Platz für mich zum Arbeiten. Naja, nicht ganz wie gedacht, da schön ich mal drauf. Eine Leiter wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ich habe Angst, dass ich die Dachlatte jetzt da runterwerfe. Das ist schon knapp. Bisschen noch. Das sind jetzt die zwei Halterungen. Die muss ich jetzt da oben, also ich muss hier noch bohren, weil die bestehenden passen wahrscheinlich nicht, weil es für ein anderes Rack ist. Auf jeden Fall, ich richte das mal aus und hoffe, alles passt und stell den Tisch mal hoch zum Gucken. Irgendwie so muss das auf jeden Fall hin. Dann bohren, Einschubsteine rein in diese Rillen
festziehen und dann soll es schon gut sein. So, folgendes Problem. Tisch wird eigentlich passen, er wird perfekt hier reinpassen. Nur seht ihr die Markisenhalterung da vorne? Durch die erhöht sich der Tisch und dann passt das nicht mehr unter das Zelt. Und ich dachte schon, alles vorbei. Erster Lösungsansatz war, ich flex die Halterung auf der Seite. Ich flex die einfach hier weg. Also die wäre ja da hinten. Ich flex die einfach da weg. Montiere die vorne, damit die nicht im Weg von der Markisenhalterung ist. Aber geht nicht, weil der Tisch ist dann zu hoch und es reicht nicht. Oh Mann, es kann nie irgendwas direkt funktionieren. Ihr seht schon, ich habe schon gewütet. Hier seht ihr die Markisenhalterung. So, nächster Lösungsansatz. Ich verschiebe die bis hierher und dann sollte das passen. Ich habe schon geschaut bei der Markise. Ich habe hier sogar Löcher. Problem ist, ich muss ja, die Markise bleibt ja dran. Ich nehme die ja gar nicht erst weg. Die bleibt ja hinten fixiert. Und ich weiß nicht, wie ich die alleine abstützen soll. Also entweder warte ich jetzt auf Sabrina, damit die einfach hier hält, während ich die Halterung verschiebe. Oder, ja, keine Ahnung, oder? Wenn die runterfliegt, dann haben wir einen großen Schaden. Also, seid gespannt, wie es weitergeht. Ich könnte das zum Beispiel so probieren, dass die oben bleibt, aber ich weiß nicht, ob mir das ganze Ding dann nicht irgendwie doch runterfällt. So, ich habe Hilfe gekriegt. Sabrina ist da. Hallo, seht mich nicht, aber hinter der Kamera bin ich. Nur ein bisschen gelöst, dann können wir verschieben. So, müssen wir hier die Plane durchstoßen, neue Löcher machen für die Schrauben und dann versetzen wir die Schrauben hier einfach hier rüber. Los, ne? Ja? Ja. Oh. Zurück in den Winterschlaf mit dir. Wir haben das jetzt mal ein bisschen hingerichtet. Hingerichtet. Darf ich mal kurz festhalten? Halterung, Halterung, Halterung. So ist das halt, aber guck mal, es passt um Millimeter. Es genau. Sieht tatsächlich aus wie Millimeterarbeit. Hoffen wir mal, dass das Dachzelt danach wieder richtig drauf geht. Naja, soll schon. Ich hab gemessen. Ja, genau. Genau das ist meine Sorge, dass du gemessen hast. Gut. Ja, jetzt müssen wir nur kurz anzeichnen, wo wir bohren durch die Halterung und damit das dann mit den Einschubsteinen dann perfekt passt. So, mittlerweile ist schon dunkel. Ich schraube die Dinger jetzt an und hoffen, dass alles passt. Und dann zeige ich euch dann das fertige Ergebnis. Die ersten Schrauben sind dran. Endlich sitzt die Halterung fest. Das sieht super aus. Jetzt teste ich mal zum Tisch rein und rausziehen, wie gut das geht. Und dann kann ich endlich das Zelt wieder vorschieben und anziehen. Perfekt, raus geht's schon mal.
rein auch. Hammer. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier der Verschluss, damit er bei Kurven nicht rausfliegt. Aber soweit für den Tisch ist alles erledigt. Passt perfekt. Und jetzt muss ich nur noch das Dachzelt wieder zurückbuxieren und wieder anschrauben. Es ist am Anschlag. Ausrichten, dass das Ding auch gerade ist, und anschrauben. Das sitzt perfekt. So, das Dachzelt ist wieder fest. Hält bombenfest, genau wie vorhin. Dann würde ich sagen, viel geschafft. Ist immer einfacher. Sieht immer einfacher aus, als man denkt. Dann bis morgen. Ein paar Tage sind vergangen und ich habe jetzt endlich eine Lösung gefunden, wie ich den Verschluss hier rankriege. Und ich zeige euch das mal kurz. So, und zwar habe ich zuerst hier zwei Löcher in den Verschluss reingebohrt. Dann habe ich das Ganze mal am Rack geschaut, dass das schön mittig vom Tisch ist. Und dann habe ich durch die zwei Löcher ins Rack reingebohrt. So Nietenmuttern nennt man die, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann hier so zwei Nieten mit Gewinde reingemacht. Die kurz festgenietet. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch den Verschluss mit zwei passenden Schrauben hier befestigen. Und dann tut sich hier nichts mehr. Sieht gerade aus. Jetzt geht der Verschluss zu. Und jetzt bewegt sich hier am Tisch rein gar nichts mehr. Und so einfach, naja, einfach mehr oder weniger, aber so kann man auf jeden Fall einen Tisch zwischen Rack und Dachzelt festmachen. Eigentlich wäre diese Halterung und Tisch eigentlich gemacht für unters Rack, aber da passt es bei uns halt nicht. Hier sind die Mold Panels, hier dazwischen ist einfach zu wenig Platz, hier sowieso nicht. Und da unser Dachzelt ja sowieso ein bisschen erhöht ist, passt das eigentlich perfekt rein. Und guck mal, die Halterung sitzt einen Millimeter unter dem Aluprofil. Das ist wirklich knappe Sache, aber passt perfekt. Und jetzt, wenn ich den Tisch brauche, einfach kurz hier auf, zack, und Tisch raus, aufstellen, campen, kochen. Und wenn man fertig ist, einfach wieder rein. Verschluss zu. Ich habe uns auch noch neue Schlösser besorgt. Das sind die von Atlantic. Die kommen eigentlich aus dem Bootsbereich. Und die Dinger sollen jetzt endlich mal nicht rosten. Und ich habe gleich alle Schlösser ausgetauscht. Das heißt nicht nur hier für am Tisch, sondern auch gleich noch hier für die Kanister. Und das Geilste an der Geschichte ist, den gleichschließend. Das heißt, man kann für alle den gleichen Schlüssel benutzen. Ich denke mal, das Upgrade hier
das hat sich echt gelohnt. Jetzt ist endlich nicht mehr ein Tisch im Auto am Rumfliegen. Das heißt, alles, was weniger im Auto ist, haben wir mehr Platz für andere wichtige Sachen. Man musste zwar ein bisschen basteln, damit das hier passt, aber ich denke, mein Approval hat es. Ich hoffe auch euer. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einmal auf den Like-Button, vor allem einmal auf den Abo-Button, spammt das Ding voll und wir sehen uns im nächsten Video.